Die Wahl im März hat gezeigt, dass die Salzburger Bevölkerung für einen Aufbruch bereit ist. Es besteht der Wunsch nach einer Veränderung. Eine Veränderung, die die Probleme der arbeitenden Bevölkerung in den Mittelpunkt drückt, die Problemen zuhört und ernst nimmt. Uns ist bewusst, dass dieser Wunsch nach dieser Veränderung ein Auftrag ist und wir nehmen den Auftrag an, für leistbares Wohnen einzutreten. Salzburg hat die teuersten Mieten in Österreich. Nirgendwo anders zahlt man so viel fürs Wohnen wie in Salzburg. Das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren verabsäumt worden ist, die Menschen und das Wohnen als Schlüsselthema ins Zentrum der Stadtpolitik zu setzen. Wir sind hier, um das zu ändern und wir werden in unserer Arbeit den Schwerpunkt darauf legen, beim Wohnen weiterzukommen. Im Parteienübereinkommen haben wir bereits das Thema Wohnen zum Schwerpunkt gemacht. Da spreche ich von einer Neuaufstellung der GSWB, die weitere Sanierung der stadteigenen Wohnungen, aber auch den Fokus auf den Bau von geförderten und somit leistbaren Mietwohnungen. Aber auch bereits bestehender Wohnbau muss besser genutzt werden. Die Vermietung durch Airbnb, der Wildwuchs von Mikrohotels, aber auch der Leerstand und Spekulationen müssen eingedämmt werden. Denn so viele Salzburgerinnen und Salzburger wissen nicht, wo sie heute auf die Nacht schlafen. Zu viele Frauen bleiben in lebensgefährlichen Wohnsituationen, weil es nicht möglich ist, sich eine eigene Wohnung zu leisten und viel zu viele Kinder und Jugendliche leben in engen Wohnverhältnissen, wo man nur von geeigneten Arbeitsplätzen träumen kann, wo es die Möglichkeit gibt, Hausübungen zu machen und zu lernen. Denn die absurd hohen Mieten, die weiter steigenden Energiepreise und Betriebskosten, aber auch die immer teurer werdenden Lebensmittel bringen viele Salzburgerinnen und Salzburger an die finanziellen Grenzen und darüber hinaus. Die Stadt muss alles tun, was in ihrer Macht steht, um das Leben für die Bevölkerung in Salzburg zu verbessern. Und für große Projekte gemeinsame Lösungen mit den Umlandgemeinden, mit dem Land und dem Bund finden. Wir von der KPÖ Plus sind eingetreten mit dem Versprechen, auch nach der Wahl, nach der Angelobung, dafür zu sorgen, dass leistbares Wohnen auf der Tagesordnung bleibt. Dem verschreiben wir uns. Wir werden alles in unserer Kraft tun, damit die Stadt so viel wie möglich in die Wege leitet, damit es der Bevölkerung in Salzburg besser geht, die Lebensqualität steigt. Wir von der KPÖ Plus sehen uns in Koalition mit der Bevölkerung. Denen sind wir verbunden. Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre, auf die Zusammenarbeit, auf konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit allen Kräften im Gemeinderat.